Hallihallo und herzlich willkommen zum guten, guten, guten Let's Play auf dem Grubcraft-Server zu Minecraft. Ja, heute bauen wir. Wir haben in der vorigen Folge kurz hier schon mal runtergebaut. Und jetzt schauen wir mal. Wir machen wahrscheinlich direkt. Nein, wir machen eins runter, oder? Eins, zwei, drei, vier. Ja, das ist gut. So, jetzt gehen wir hier rüber. Bis wie viel? Wir haben 8 gesagt. 1, 2, 3, 4. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, ja. Okay. 1 ist es oben. Ja. 1, 2, 3, 4. Ja, muss noch mal zählen. Aber bis hier sicher. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, genau. Dann buddeln wir das mal aus. Und das stimmt hier. Okay, es ist sogar eins mehr hier. Oder zwei mehr. Ja. Das ist jetzt die Umgebung, also die Wand von oben. Ja, genau. Dann können wir das bis hier machen. Gut. Dann können wir sogar mehr machen. Dann sind es wahrscheinlich 8 innen, genau. Ja, dann habe ich das ein bisschen falsch analysiert. Wir bräuchten vielleicht mal eine Schaufel, aber es geht jetzt mit der Geschwindigkeit eigentlich noch gerade. So. Hier könnten wir dann gleich eine Tür nach drüben machen. So. Und dann machen wir jetzt gleich mal kurz die Dinger hin. Diese da. Die Blöcke. Ah, schön viel Kohle. So, hier machen wir aber Kobbel hin. So. Leute, starten. Ich mache so jetzt ein paar längere Parts. So, wir haben keine Ding mehr. Keine Schaufel mehr. So, dann haben wir ein Lager. Ah, ja, okay. Da mache ich's, weil da ist ja auf der Seite der Eingang. Oder ich mache ihn hier. So. Dann kann ich es hier wegmachen. Und hierhin mache ich eine Fackel hin, sonst. Ja, ich mache keine Fackel hin. Ah, je. Weil wir ja hier keine Monster haben. Sonst wird die ganze Zeit ein Zombie da herumkreuchen. So. Und der Rest machen wir später. Der Boden haben wir gesagt. Die Decke mache ich dann auch aus irgendwas Schönem, was Kontrast gibt. Und ja, mal schauen. Gut. Wir gehen nach oben, nicht nach unten. Nicht sterben. Oh Gott. Oh, voll der Fail gewesen. Ja, oh, ich möchte hier durch. Kann man hier eigentlich nicht einen Durchgang machen? So. Gut. Ja, machen wir das hier rein. So. Die Leiten können wir auch hier rein tun. Die Kohle auch. Der Bogen brauche ich gerade nicht. So. Und jetzt werde ich
noch ein bisschen verzaubern. Und dann gehen wir die Dinge holen. Da ist die Werkbank. Was muss ich verzaubern? Eine Schaufel? Eine Axt noch nicht, oder? Ein Schwert, ein zweites. So. Aber das kann ich ja gar nicht Maximum verzaubern. Verzaubern wir mal. Behutsamkeit. Behutsamkeit ist zum alles abbauen. Das ist das, wo man dann so einen Diamanten, den ganzen Erzblock rausbekommt. Für eine Schaufel würde ich nehmen. Ja, nehme ich. Und das werdet ihr dann sehen, wieso. Wir müssen einfach noch erkunden. So. Gut. Mit der Behutsamkeit Schaufel bauen wir das Mycel ab und das Pozol. Ja, das ist eigentlich alles, was man kann, glaube ich. Und der Baum ist schon alles zugewuchert. Slash Home Farm 2 oder Farm 3 sogar. Farm 3 gibt es nicht. 2. Jetzt sind wir wieder hier. Genau. Dann erkunden wir mal das Gebiet. Schade, dass wir so wenig bauen konnten. Aber ja, macht nichts. Wir brauchen ein besseres Schwert, das auf jeden Fall, wenn wir dann genug Level haben. Eins mit Loot am besten. Was bist du für ein kleiner Narr? Ja, komm, ich hau jetzt ab. Das nervt ein bisschen. Wieso ist hier wieder Nacht? Die ganze Zeit ist eine Nacht. Immer. Gut, dann schauen wir mal kurz auf der Wiese schauen. Oh, ist nicht viel. Ein paar Kühe, die brauchen wir aber nicht. Wir haben genug Essen. Ich glaube, wir haben nochmals ein halbes Deck Steak oder so. Nun gut. Mikrofon nervt ein bisschen. So. Ah, hier haben wir einen Tundrawald. Ja, Floster erzeugt wieder Objekte. Er ist die ganze Zeit am Server wackeln, das ist richtig gut für den Server. Aber es nervt halt manchmal auch ein bisschen, aber eben nicht hinschauen. So, Wölfe. Ich brauche ein paar Wölfchen. Wir haben zwar keine Knochen, aber wir können sie direkt töten und dann spawnen. Dann brauchen wir, werfen wir die Knochen zu Hause weg. Dass es einfach authentisch ist und ich nicht zu allzu viel cheate, weil die Wölfe können wir nicht mitnehmen in die Normalwelt. Und die werden dann auch von den anderen Leuten, also wenn ihr auf dem Server spielt und ihr habt die Rechte natürlich nicht zum Cheaten, dann könnt ihr die Sachen zum Portal bringen oder uns irgendwo hin und wir werden sie dann in die Welt holen. Aber es scheint, hier sind schon wieder keine Wölfe. Nirgends sind Wölfe. Wieso spawnen die auf Server nicht? Mojang sollte machen, dass pro Spieler die Monster spawnen und die NPCs alles Ding. Und nicht pro wie viele Spieler auf dem Server sind und das spawnen viel weniger. Das ist völlig idiotisch, was Mojang macht da. Oder nicht mehr Mojang. Vor allem, es ist... Naja, es ist so unausgeglichen auf Servern. Dann spiele ich auch lieber Singleplayer, aber eben, ich bin ja jetzt hier und helfe Floster und wieso mache ich denn da nicht auch ein Let's Play, um ein bisschen Leute anzulocken? Das mache ich gerne. Und das auch ohne Werbung sozusagen, also recht Werbung. Bei anderen Servern wird es schon lange heißen, abonniert diesen Kanal und
kommt auf den Server, spendet den Server. Und ich finde solche Leute, die das machen, vielleicht kommen, zum Beispiel kommen bei mir immer wieder manche Leute, die sagen, schaut doch mal ein bisschen in meinem Kanal vorbei, ich mache sehr gute Videos und vielleicht kannst du mich ein bisschen unterstützen. Gucke ich auf den Kanal, 5 Abonnenten, 0 Videos. Was soll ich liken? Soll ich die Videos liken, die nicht existieren? Soll ich dich abonnieren? Für nix? Nein. Solche Leute verstehe ich nicht. Außerdem habe ich ja schon getroffen, erst kürzlich einen getroffen, der meine Videos kopiert. Der lädt diese runter und ladet sie dann wieder hoch. Bitte, wenn ihr solche Videos seht, die von mir sind, wo meine Stimme ist, oder wo mein Video ist und die Stimme wurde entfernt oder so, sagt mir Bescheid. Und leider kann man es nicht wegen Urheberrecht anzeigen lassen, aber ich habe schon eine Idee, wie ich das machen kann. Außerdem disliked das Video, das von mir gestohlen wurde. Und wenn ihr von einem anderen Let's Play oder so Videos seht, die genauso gleich ist, unterstützt ihn doch auch ein bisschen, indem ihr die Videos auch disliked. Und vielleicht können wir da auch mal etwas machen, damit die Leute dann nicht immer die Videos kopieren, weil das ist wirklich unterste Schublade. Die wollen nur Ruhm haben, indem sie Videos einfach runterladen und dann wieder hochladen. Und also völlig beschissen. Und so, ein Spanier war das. Das war einer, der Spanisch kommentiert und so. Und er ladet von mir Videos hoch, auf Deutsch. Der versteht die Videos gar nicht. Und ja, es ist völlig ding. Weil ich habe von Rednum Videos gesucht, weil ich Gameplay-Innovationen und so gesucht habe, oder? Und weil ich später dann Gameplay-Videos mache, wo ich ein bisschen editiere, weil ich kenne mich nicht mit Editieren aus, mit Bearbeiten von Videos. Und dann habe ich eben gefunden, meine Videos, da stand irgendwas von Regnum Let's Play Part 256 und die anderen waren gar nirgends. Also die anderen Parts, die vorherigen Parts waren nirgends auf dem Kanal. Da wurde ich aufmerksam und habe eben das Video dann disliked und ja, mehr konnte ich ja nicht machen, weil YouTube ist sowas von benutzerunfreundlich. Das könnt ihr nicht. Das kann man einfach fast nicht glauben. Leider finden wir gerade kein Biom. Komm ich gerne mal hier runter. Vielleicht gibt es irgendwo einen Spawn oder so. Vor allem habe ich jetzt gerade nicht Bock zu erkunden und hier nach oben zu laufen. Ich habe sowieso Fly. Eigentlich darf ich Fly benutzen. Ist mir scheißegal, aber ich gehe jetzt nicht mehr hier oben nach oben. So, ich bin ein Cheater, ein böser Cheater. Ich Fly einfach mal hoch und bekomme dafür 20 Diamanten. Da gehe ich jetzt aber nicht runter und ich habe sowieso Fly wieder disabled. Ich will nicht mehr Flyer benutzen. Nur zum Hochkommen. Weil ich ja Architekt bin, also beziehungsweise YouTuber, sogar Admin. Und das Let's Play jetzt auch nicht dafür geschädigt wird. Es ist eher. Es macht eher Schaden, wenn ich dann mühsam nach oben laufen muss und mich dann noch nerve, weil ich nicht nach oben komme. Die ganze Zeit Cobblestone hinpflasten muss zum Hochkommen. Und er macht weiter, der Floster. Mit dem Objekt erzeugen. Hey Peter Zweigert. Ich liebe die Sketch von Mensch Markus, der ist so genial. Mit dem Peter Zweigert, dieser Steueranwalt von RTL, wo Steuerschulden tilgt und so. Sagt, geht einfach mal zu seiner eigenen Frau und sagt, sie hätte. Sie hätte ihm keine Geld gegeben in dritter Person. Und am Schluss überredet er sie zu einem guten Eintopf heute Abend kochen.
sagt er einfach so: Heute Abend kochen Sie für Ihren Mann einen guten Erbseneintopf oder was. Und dann sagt sie: Ja, wieso zuerst und so. Dann sagt sie: Ja, Ihr Mann hat es verdient, schaut mal, seine Schulden sind beglichen. Der Anteil wird mehr aufgeteilt, also mehr für ihn und weniger für sie. Oh, so böse. Ach, lustig. Ach, hab ich mich zu Tode gelacht. Und außerdem habe ich war ich im Kino, habe Avengers 2 Age of Ultron geschaut. Und im Internet habe ich Blood and Bone geschaut. Ein Kampfsportfilm. Und der ist so richtig geil inszeniert, also so richtig Choreografie, sagt man dem. Die Kampfkunstshow. Und eine recht gute Story. Und ein sehr sympathischer, der Michael J. White, einer der besten Kampfsport-Schauspieler. Der kann wirklich alles. Der hat richtig geilen Kampfstil. Wushu heißt, nennt man den. Und gemischt mit anderem noch zusammen. Einfach genial. Ja, das ist einer meiner Lieblingsschauspieler. Auch der Downey Jr. Wie heißt der? Richard? Nein, irgendwas sei das anders. Der Iron Man von Avengers 2, der ist auch sehr sympathisch. Er hat ja recht viel Böses gemacht, eigentlich durch die Entwicklung von Ultron, weil er so eine neue KI gemacht hat, die dann außer Kontrolle geraten ist. Und das ist jetzt mal richtig gute eine Idee. Dann hat man eigentlich ohne viel zu machen, hat man dann eigentlich einen guten Bösewicht. Und dass er sich irgendwie selbst programmieren kann und an KI zulegen kann und so, das macht ihn richtig zu einem harten Bossfight. Also, das Ende ist sowas von genial gemacht. Ich will jetzt nicht zu viel verraten. Schaut den Be Film am besten selber im Kino oder dann auf DVD. Der lohnt sich. Also auf DVD zu kaufen, der lohnt sich dann sehr. Ich kaufe ihn jedenfalls. Ja, mit einem so einem extremen Millionenbudget, da kann man richtig gute Filme machen. Wieso nicht? Aber ja, es ist halt. Geld macht noch keine guten Filme, noch keine guten Games und alles Mögliche. Was jetzt zum Beispiel, oh, übertreib's nicht, Flo. Ach komm, ich habe eben dieses scheiß Headset-Kabel. Ich will ein Headset ohne Kabel. So. Gut, ja, hier sieht schön aus. Jo, leider recht schade, dass wir so wenig hier haben. Es ist immer das gleiche Biom. Mal sagen, morgen wird es dann wieder resettet, dann können wir unsere Home-Punkte wieder neu verteilen. Keine seltenen Biome. Immer das Gleiche. Ja, leider. Und hier haben wir einen Wassertempel. Grüß die Wassertempel. Wir könnten mal versuchen, einen Wächter zu töten, aber der macht so viel Schaden. Nee. Sobald wir eine Diamantrüstung verzaubert haben, dann können wir das machen. Und weiter wird der Dings zugespammt. So. Überall haben wir komischen Strand. Mir gefällt der Strand eigentlich nicht mehr so. Früher, in 1.8 Beta, gab es recht große Strände. Heutzutage sind die einfach weg.
Weshalb, Mojang? Weshalb hast du das uns angetan? Wir sind doch ganz treue Zocker, arme treue Zocker, die doch unbedingt schöne Welten haben wollen. Und ihr macht die Weltengeneration einfach mal kaputt. So schade. Ja, leider. Aber eben. Tippfehler. Aha. Tippfehler im Tippfehler. Ach, bin ich fies. So. Jetzt bin ich fies. Jetzt bin ich fies. Ich werde immer fies sein. Nein, nein. Floster hat das verdient. Nein, der hat das nicht verdient. Der arme Floster wird getrollt wieder von mir. Ei, du. Oh. Ich bin eigentlich zu nett zu guten Kollegen. Da will ich ihn auch ein bisschen mal trollen. Und hier haben wir Wasser. Hey, voll viel Wasser. Sind wir jetzt plötzlich im tiefen, tiefen Ozean. Nur ein normaler Ozean, aber trotzdem. Es ist langweilig, liebe Zuschauer. Wir tucken hier noch blöd herum. Machen nichts Anständiges. Und das soll ein gutes Let's Play sein. Natürlich ist es ein gutes Let's Play. Man kann ja viel Spaß haben. Man muss es nicht immer so böse nennen. Wenn es mal ein bisschen langweilig ist und Regnum Online ist auch die ganze Zeit langweilig. Ich spiele es trotzdem. Heutzutage tut man schnell etwas weg. Man schaut etwas an, denkt sich, oh, das ist scheiße, geht wieder. Und das ist ein bisschen schade, aber ja. Man muss halt zuerst erfolgreich werden. Man muss über 40.000 Abonnenten haben, um dann wenigstens ein paar Leute haben, die das ganze Video schauen. Aber es ist halt hart. Es ist sauhart, Let's Play zu sein auf YouTube. Wenn man nicht gleich irgendwie 20.000 Seiten Werbung pro Tag macht, wird man halt sehr langsam gut. Aber eben, die Leute ein bisschen motivieren darf man doch, oder? Euch ein bisschen motivieren? Schaut sie an, wenn es euch gefällt, liked es und ja, schreibt ein bisschen unten in den Kommentar, das darf man doch wohl sagen. Und ja, momentan brauche ich es halt auch schon ein bisschen. Weil ich bekomme zwar immer mehr Abonnenten, aber die schauen meine Videos nicht und es ist ein bisschen schade. Es ist sehr viel schade, aber ja. YouTube wird langsam zur Müllplattform, wo die Leute eigentlich nur noch auf Likes aus sind und die Videos gar nicht mehr schauen von anderen. Ist es hart. Es ist verdammt hart. Und was kann man machen? Man kann leider nicht viel machen, aber eine gute Community aufbauen, das gehört zu einem großen Kunststück. Und das ist etwas, wo man recht gut, ja, wie soll man sagen, man hat dann etwas geleistet, wenn man es geschafft hat, oder? Man kann es schlecht machen, ja, aber wenn man es geleistet hat und eine schöne Community hat, dann ist man auch sehr glücklich. Ob die Leute glücklich sind, wenn sie dann so viel verdienen bei YouTube, mag ich zu bezweifeln, weil man verdient auch nicht so viel. Viele Leute sagen, die großen YouTuber, die verdienen Hunderttausende pro Monat an Geld. Aber das stimmt gar nicht. Also zum Beispiel bei Ungespielt merke ich es langsam, der bekommt alles nur noch gesponsert. Der hat einfach zu wenig Geld, irgendwie habe ich das Gefühl. Und ja, ich habe einfach so das Gefühl, dass der Adblocker macht es kaputt. YouTube Finanzding, also die haben ja jetzt das Zeugs, was man bekommt, nur noch auf 33% runter gemacht. Und außerdem, ja, vieles mehr. Also es ist recht
unfair geworden, YouTube. Aber es ist eine Plattform, wo man sich vermarkten kann. Das stimmt. Aber eben sehr, sehr schwach. Sehr, sehr langsam. Sehr, sehr nervig. Aber ja. Wie gesagt, wieso sollte man aufgeben? Wenn man jetzt 355 Abonnenten hat, wie ich, wieso sollte man es aufgeben? Man sollte es weitermachen und man sollte den Spaß finden. Und den habe ich gefunden. Zwar halt minimal, aber trotzdem, ich habe ihn so gefunden, wie ich es mir nie vorgestellt habe. Und das ist gut so. Überall hat's hier Mobs. Nein, das ist wieder Nacht, das ist blöd. Aber hey, schon gut. So. Ich werde hier wieder einen Home-Punkt machen. Und zwar der Home 3. Hier auf F, auf einem Feld. So, hier oben. Und das nächste Mal erkunden wir von hier aus. Schaut den Reiter hier. Der Spinnenreiter, sehr selten sind die geworden. Set Home Farm 3. Und tun wir eben das nächste Mal dann auf der neuen Map ab hier wieder weiter Richtung Süden wandern. Da sind wir plötzlich mal so gigantisch weit weg, dass niemand mehr bei uns farmen will und möchte. Jo. Also, wir müssen zurück. Schnell. Ah, oh, gut. Blöder kleiner Zombie. Wir tun die Sachen hier wieder in der Kiste, die wir jedes Mal brauchen. So, und der Rest tun wir hier rein. Also das Fleisch möchte ich gerne rausnehmen. Wo ist das Fleisch? Das hier. Das hier. So. Nette Warzen können wir auch hier rein tun. Gut. Wie viel haben wir hier? 54, dann nehmen wir das 17er Stack hier rein. So. Und tun wir noch das Schild hier. Dann seht ihr auch, wie ich das mache. Wegen der Erfahrung, die ich bekomme während dem Feuer bauen. Ich habe doch Game Mode 0 geschrieben. 24. Ja, da machen wir 24. 24L. So. Also. Dankeschön fürs Schauen dieses Parts. Wir sehen uns in den nächsten Parts. Und ja. Vielen Dank. Tschüss.